Liebe Geschwister im Herrn Jesu Christum, wir kommen nun zu Teil 97, Bau und Weihe des Tempels aus der Reihe Schritte durch die Bibel von Alfred P. Gibbs. Er hat folgenden Leitvers vorgeschlagen aus Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Römisch 1, die wunderbare Weisheit Salomos. Erstens, die glückliche Lage Israels. Zweitens, die große Weisheit Salomos. A. Ihre Herkunft von Gott. B. Sie kam zum Ausdruck in seinen Sprüchen, seinen Lieden, in der Forstwirtschaft, in der Zoologie, in der Vogelkunde und in der Fischkunde. Gottes Weisheit umfasst alle Bereiche in großer Vielfalt. Römisch 2. Die Bauvorbereitungen. Erstens die Botschaft an Hiram. Zweitens die Antwort Hirams. Römisch 3. Der Bau des Tempels. Erstens die Verheißung Gottes. Ich werde inmitten der Kinder Israel wohnen. Sie war abhängig vom Gehorsam gegenüber Gottes Satzungen und Rechten. Auch heute gibt es Voraussetzungen für Gemeinschaft Gottes mit seinem Volke. Zweitens, die Errichtung des Tempels. Hier sehen wir ein treffendes Vorbild für den Bau der Gemeinde Jesu Christi. A. Die Baumaterialien, Steine und Holz. B. Der Vorgang. Das Material wurde gesucht, gefunden, herausgebrochen, gehoben, auf seinen natürlichen Platz, behauen, geformt, geglättet, ohne Lärm in den Bau eingefügt. C. Der Zweck, eine Wohnstätte für Gott. Drittens, die Fertigstellung des Tempels. Man hat die Kosten für die Einrichtung des Tempels auf 87 Milliarden Franken berechnet, für die Bauarbeiten 500 Millionen, für Steine 1.300 Millionen, für Gefäße aus Gold und Silber 5.500 Millionen. Und doch, wie viel teurer ist die Erlösung eines Menschenseele? Sie hat das Leben und Blut des eingeborenen Sohnes Gottes gekostet. Römisch 4, die Tempelweihe, die Aufstellung der Bundeslade, A, die Opfer, B, die Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn, vergleiche, sie erfüllte das Haus. Wo befindet sie sich jetzt? Im Angesicht Christi. Und nicht nur, dass wir seine Herrlichkeit anschauen dürfen, durch seinen Geist verherrlicht er sich auch in uns. Ja, gibt uns seine Herrlichkeit, das heißt, wir sind ein Tempel Gottes. Das Gebet Salomos. A. Die Einleitung, eine Erinnerung an die Güte Gottes, die er an Israel und David erwies. B. Das Gebet. A. Anbetung und Lobpreis der Allmacht, Treue, Güte, Barmherzigkeit Gottes. B. Fürbitte. Beachte die 7 Bitten für den Fall des Schuldigwerdens, der Niederlage vor dem Feind, der Trockenheit, der Seuchen, der Anbetung Fremder, des Krieges, der Gefangenschaft. C. Siegen. Drittens. Das Dankopfer Salomos und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn im Feuer. Obwohl dies das längste Gebet der Bibel ist, dauert es nicht länger als 8 Minuten. Öffentliche Gebete sollen daher kurz und konzentriert sein.